Sonntage sind für die Tradition da. So auch beim Natternbacher Kirtag mit Pferdemarkt. Da wird gestöbert von Bekleidung über Hausrat bis hin zu den beliebten Spielsachen. Der Natternbacher Pferdemarkt wird in diesem Rahmen zum 8. Mal abgehalten und für alle, die das Glück beim Pferd finden, ist das Wetter Nebensache. Was ganz wichtig ist, dass wir uns trotz diesen, sagen wir mal, bescheidenen Wetters, sind 35 Pferde zu uns gekommen, das uns wirklich sehr freut. Und wir haben 5 Rassen dieses Mal. Das sind Warmblutpferde, Haflingerpferde, Ponys, Mini-Shetty-Ponys und Noricker-Pferde. Was die Pferdefreunde, speziell der Wiesenberger Stefan, da auf die Fürsten jetzt Jahr, das ist ja nicht ganz ohne und es ist Bedarf einer großen Organisation und darf ich mich auch da bei denen ganz herzlich bedanken. Und für uns ist das natürlich immer was ganz Besonderes und für uns ist das auch ganz wichtig, da draußen als Gemeinde. Gepflegt wird die oberösterreichische Pferdemarkt-Tradition. 35 Pferde aller Größen und Farben wurden am Vormittag bewertet. Man bewertet den Typ der Pferde, ob das dem Rassetyp entspricht. Man bewertet die Bewegung des Pferdes, ist ganz wichtig, die Korrektheit, ob das Fundament, also sprich die Aufmachung des Pferdes in Ordnung ist und natürlich auch, wie das Pferd im Pflegezustand steht. Also von den Hufen beginnend über den Reinheitsgrad des Pferdes, das wird alles beurteilt. Wir haben schon festgestellt in der Kommission, dass sich über die Jahre hinweg die Qualität der Pferde steigert, speziell in der Korrektheit. Das heißt, die Entscheidung der Züchter, wie sie die Pferde anpaaren, die führt dazu, dass sich die Pferde verbessern. Das ist ja der Sinn des Selektionssystems in einer Zucht. Früher war es Tradition, am Pferdemarkt sein Pferd zu verkaufen. Mittlerweile geht es darum, eine Möglichkeit zu haben, seine Pferde zu präsentieren, mit festlicher Atmosphäre. Das jüngste Fohlen in Natternbach ist gerade 5 Tage alt und zeigt sich von seiner besten Seite. Ich finde es gut, gerade auf Pferdemärkten, dass man die jungen Ponys und Pferde immer mitnimmt, weil sie lernen es nur dadurch, dass sie es sehen, dass sie einmal dabei sind. Natürlich machen sie mal einen Hupfer, aber es ist einfach wichtig, dass man die Ruhe bewahrt, dass man es einfach daheim schon gut führen trainiert, dass solche Sachen wie Putzen, Hufe geben natürlich, ist ja klar, gut trainiert sind. Und dann ist es eigentlich einfach ein Spaß, die dabei zu haben und natürlich fürs Publikum und für die Veranstalter, ein junges Pferd immer was Schönes, weil das ist einfach die Zukunft. An den Pferdemärkten sieht man, dass die Pferde immer noch eine große Bedeutung in unserer Gesellschaft haben. Ob in Sport oder in der Therapie, Pferde sind vielfältig einsetzbar.